Treffen der G20-Außenminister in Rio de Janeiro. Zum Auftakt beklagt der brasilianische Außenminister Mauro Vieira eine inakzeptable Lähmung des UN-Sicherheitsrats angesichts der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine. Die multilateralen Institutionen sind jedoch nicht in der Lage, mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen, wie die inakzeptable Lähmung des Sicherheitsrats in Bezug auf die laufenden Konflikte zeigt. Dieser Zustand der Untätigkeit hat unmittelbar den Verlust von unschuldigen Menschenleben zur Folge. Die USA hatten am Dienstag im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen eine Resolution eingelegt, in der eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wird. Wegen des russischen Vetos hatte der Sicherheitsrat in der Vergangenheit nicht auf die russische Invasion in der Ukraine reagieren können. Auch der russische Außenminister Sergei Lavrov nimmt an dem Treffen in Brasilien teil. Das Treffen wird wegen Äußerungen des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zum Krieg im Gazastreifen von einem diplomatischen Streit zwischen Brasilien und Israel begleitet. Lula hatte den Krieg Israels gegen die radikal-islamische Hamas als Genozid bezeichnet und mit dem Holocaust verglichen. Für Deutschland nimmt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an dem Treffen in Rio teil.